Alara Palligan, Tochter der Amalthea, Schwester Goldos, dem Prinz von Meridiana, Kaiserin Witwe und Kaiserin Großmutter, Verführerin am Hofe und Herrin über Almada. Schon vor dem Beginn des neuen Zeitalters war sie eine der wichtigsten Personen und brachte mit ihren Intrigen allerlei Krieg und Zwist in die Reihen. Bis heute hat sich ihre Macht und Jugend gehalten, doch wer ist Alara wirklich? Alara wird in Alanfa im Haus Palligan geboren. Ein bedeutendes Krankenhaus, was durch sie und ihren Bruder einen kometenhaften Aufstieg verzeichnet und doch nie wirklich fallen wird. Ihre Jugend ist recht unauffällig, doch sie gilt als herausragend schön. Als die Kriegszüge des mittelreichischen Kaisers mehr und mehr Dukaten kosten und das Haus Gareth durch die schlechte Wirtschaft von Bardo und Scheller ausgebrannt ist, kommen Reto und die Palligans aufeinander zu. Die wohlhabenden Granden bezahlen als Privatiers die Feldzüge. Als Gegenleistung soll Alara in das Haus einheiraten und dem Erben Harl einen Sohn schenken. Reto akzeptiert und holt die junge Dame in die Hauptstadt. Dort beginnt die gut ausgebildete Prinzessin ihre Intrigen und spinnt ein dichtes Netz um sich und wichtige Personen am Hofe. Neben dem eigentlichen Kaiser wickelt sie auch den Hofmagier Galotta um den Finger und versucht ihre Spielchen mit dem Reichsgroßgeheimrat Answin von Rabenmund. Alara wird schwanger und bekommt einen Sohn, der Brynn genannt wird. Es treten gehäuft Gerüchte auf, die behaupten, dass ihr Ehemann, Harl, nicht der Vater sein soll. Offiziell wird dies natürlich dementiert, es gäbe keine Beweise für eine Vaterschaft von gar Kaiser Reto oder dem Hofmagier Galotta. Als Reto verstirbt und Alaras Mann der Kaiser wird, überlässt sie ihm den Thron, da ihre Intrigen bei Harl nicht zu wirken scheinen. Dieser hat vielmehr ein Auge auf die Magierin Nahema geworfen, die am Hofe nun ebenso für Unruhe sorgt. Alara wird in den Hintergrund gedrängt, sieht dabei zu, wie ihr Mann sich zum Gott ausrufen lässt und Dämonenbeschwörungen im Palast stattfinden. Durch die Verbannung und Ächtung des Hofmagiers verschwindet auch Nahema so plötzlich wieder, wie sie gekommen ist. Die Schlacht der Tausend Oger, der Kronkrieg, die Lossagungen des Mittelreiches erschüttern das Land. Nach 14 Jahren des Abbaus verschwindet Alaras Ehemann und der Kaiser Harl spurlos auf einem Jagdausflug. Ihr Sohn und Prinz wird Reichsbehüter, gibt es doch keine Leiche zu beklagen. Er verzichtet auf den Titel Kaiser und regiert trotzdem mit ausgesprochener Kompetenz. Dann erschüttern die Sphären und trotz zahlreicher Warnungen taucht Borbarat wieder auf. Auch Alaras Sohn stirbt noch in jungen Jahren in erster Reihe. Ema Ni-Benain, die Ehefrau von Brynn, übernimmt das Reich und bereitet Rohaya auf ihr Erbe vor. Alara ist mittlerweile gealtert und ihre jugendliche Verführung wirkt nicht mehr bei den Männern bei Hofe. Sie erkennt jedoch, dass sie ihren Enkel Selindian lenken kann und etabliert ihn. Doch der junge Mann ist wankelmütig und schwach. Das macht ihn zu einer guten Myrhamionette, doch die emotionalen Wutanfälle nehmen zu. Als im Jahr des Feuers zuerst Emer stirbt und kurz darauf auch Rohaya verschwindet, erkennt sie ihre Chance und installiert Selindian als Kaiser, um wieder zu alter Macht aufzusteigen und durch ihn das Mittelreich zu lenken. Doch Selindian kann seine Macht nicht durchsetzen. Seine ältere Schwester Rohaya taucht wieder auf und das Volk unterstützt sie, als sie in der letzten Schlacht gegen Rassasor den Sieg holt. Wieder abgeschlagen ziehen sich Alara und Selindian nach Punin zurück, wo sie warten. Ein erneuter Schicksalsschlag nimmt der Kaiserin Großmutter ihren Enkel und Selindian verstirbt. Damit hat sie all ihre Trümpfe ausgespielt und versagt. So könnte die Geschichte der fast 80-Jährigen enden. Verbittert und allein konnte sie als perfekte Intrigantin nie ihr volles Potenzial erreichen. Es ist, als würde sie vom Unglück verfolgt für die Spielchen, die sie in den jungen Jahren trieb. Doch ihre Reise endet nicht, denn es gibt erneut Berichte von ihr, dass sie in jüngster Zeit dem Tod noch ein Schnippchen geschlagen hat. Nach einem Besuch in den Thermen zwischen den Jahren kehrte sie mit neuer Kraft zurück. Ob dies an den heilenden Kräften des warmen Wassers liegt oder einem magischen Ritual, lässt sich nicht genau sagen, doch die alte Frau wirkt vielmehr wie eine 30-Jährige und wird erneut auf den Festen und an Hofbällen in Gareth gesehen.
Alaras Reise ist damit noch lange nicht vorbei und sollte Rohaya kinderlos versterben, dann hat sie wieder alle Möglichkeiten offen, um zu alter Macht zurückzugelangen.